Willkommen zurück bei Kingdom Hearts, auch an die Leute im Chat, wenn da noch welche da sind. Also der Sascha ist auf jeden Fall noch da, das ist Sloge noch da, Tommy, Katz, irgendwer, hallo, hallo. Na gut, dann gehen wir. Yay! Ausgezeichnet. Dann wollen wir hier mal weitermachen. Wir sind wieder unterwegs mit Jack the Sparrow Jackson, der Pirat, der Captain, der beste Captain auf Welt. So, und wir sollen dieses Schiff verfolgen. Und lasst mich raten, wir kommen natürlich, ja, genau, es funktioniert. Es war mir so klar, dass solche fetten Viecher hier wieder um die Ecke gehen. Oh, so was. Scheiß drauf, wir holen unser Schiff und gut ist. Die rollen einfach weiter. Mir doch egal, ob die auf mich schießen. Rollen hilft. Bin gleich da, sag ich doch. Ach. So sieht das hier aus. Auch noch fette, hässliche Unholde. Herzlose, die hier durch die Gegend wackeln. Mir völlig egal. Solange ich in der Luft bin, könnt ihr mir gar nichts. Solange ihr alleine auf mich drauf haut, sowieso nicht. Ich würde gerade sagen, treffen die auch mal? Aber ja, tun sie. Ja, ja, ganz geschmeidig. Ich bin ja bei dir. Wie, der kann sich in der Luft festhalten? Was ist das denn für ein Cheater? Komme ich aber zu dir rüber? So, keine Angst. Machen wir hier mal so ein Kombo-Ding. Ich muss ja auch noch Tasten drücken dabei. Komm, und gucken wir uns das Finale an. Och, toll. Wollte mir das Finale angucken. Bin ich traurig. Hätte sicherlich cool ausgesehen. Aber ich bin bestätigt. Mit Rollen bewegt man sich schneller. Also Jack sieht hier auf jeden Fall deutlich besser aus als in Kingdom Hearts 2. Jack! Mr. Gibbs! Aye, Captain. I thought so. I expect you're able to account for your actions, then. Sir? There's been a perpetual and virulent lack of discipline upon my vessel. Why? Sir, you're in Davy Jones' locker, Captain. Davy Jones' locker? I know that. I know where I am. And don't think I don't. I'm in Davy Jones' locker. Assuredly. Oh, Jack Sparrow. Barbossa! Oh. Ah, Hector! It's been too long, hasn't it? Aye, Isla de Muerta, remember? You shot me. No, I didn't. Sora, we meet again.
It's lovely to see you all. Oh, Will, Elizabeth, is something about you different? Yeah, you look all swashbuckly. Well, I've seen some adventures, but I never thought I'd find you here. Speaking of, where exactly is here? What's all this about a locker? Davy Jones' locker. Jack neglected to repay a certain debt to Jones. So Jones sent the Kraken to devour Jack. And that's how he ended up here. Then, Davy Jones' locker? You're saying that we've gone beyond... Beyond the grave? And we're here to wrest Jack from his fate. Teodulma. Out and about, eh? You add an agreeable sense of the macabre to any delirium. He thinks we're a hallucination. Complete with these three masqueraders. Jack, this is real. We're here. We've come to rescue you. Huh? Have you now? That's very kind of you. But it would seem that as I possess a ship and you don't, you're the ones in need of rescuing. And I'm not sure as I'm in the mood. Jack! Cutler Beckett has the heart of Davy Jones. He controls the Flying Dutchman. He's taking over the seas. And he must be stopped. The Brethren Court is called. Leave you people alone for just a minute, look what happens. Everything's gone to pot. Hmm? I'm lost. What's going on? Well, sounds to me like this Beckett fella they mentioned is trying to conquer the ocean. Oh. The sea that wants to have the water. Yeah, no conquerors. Yeah. Listen, Jack, the world needs you back something fierce. And you need a crew. Why should I sail with any of you? Four of you have tried to annihilate me. Jack, we're on your side. So you are, mates. I never could have caught the pill without you. Sora, Donald, Goofy, you're hired. Yes. Now. As for the rest of you... Teodulma, you're in. Gibbs, you can come. Hey, weigh anchor, all hands! Prepare to make sail! Jack. Which way you going, Jack? Right then, Mr. Sora, the helm is yours, provided pass muster. Huh? See that island there with the two peaks? Prove you can reach that, and the open sea is yours. Oh, aye aye. Sora, siehst du das da vorne? Das ist eine Insel. Fahre geradeaus, um dorthin zu kommen. Meinst du, du schaffst das, geradeaus zu fahren? Okay. Geradeaus. Ich fand aber, ich muss sagen, der Dialog war ganz nett. Ja, das muss man auch mal sagen. So. Alright, Donald, Goofy, Jared. Ich finde das auch super, wie dermaßen sternhagelvoll der gute Johnny Depp den Jack Sparrow gespielt hat. Tatsächlich war er nicht besoffen dabei. Will man kaum glauben. Er war nicht besoffen dabei. Aber egal. So, wir sollen mit links, können wir schneller, langsamer links, rechts fahren. Kamera bewegen, Kanonen feuern, Perspektive wechseln. Aha. Ja, okay, probieren wir es mal. Ach Mensch, so sieht das aus. Was mit den Kanonen feuern? Aha. Juhu. Bin fast bis an den Rand des Ozeans. Die sind aber gut, dann wollen wir mal gucken, was uns hier noch über den Weg läuft. Aber scheinbar nicht sonderlich viel. Komm, gehen wir mal hoch, gehen wir mal richtig Kette hier. Wollen wir mal schneller unterwegs sein, ne? Muss ich auch irgendwann abbremsen oder kann ich einfach gerade... Ich fahre einfach gerade auf zu. Ich will mal gucken, was dabei passiert.
Toll, jetzt muss ich mich auch noch entscheiden, welches der Schiffe ich angreife oder was. Also erstmal in der Mitte stehen ist schon mal ganz schlecht. So, also Steuerbord. Und bam. Erwischt. Erwischt. Nämlich super wichtig, dass wir nämlich nicht von, zwischen die Schiffe kommen. So, dann können wir jetzt, glaube ich, weitermachen, ne? Jetzt sind wir hier durch. Oh, lebt hier noch was? Ach komm, sicherheitshalber nochmal einen Schuss drauf. Haha! Ich hätte richtiger Pirat werden können. Und ich hätte mich Guybrush Threepwood genannt. Ein mächtiger Pirat. So, we do have a destination, right? I can't tell anymore. Chuck, it's just making it up. Cast your fate with Jack Sparrow, and you'll soon be sharing in the wrath of Davy Jones. The guy Will mentioned? Who does he think he is, anyway? And what did Jack ever do to him? Truly, you don't know who Davy Jones be, and you say you be men of the sea. Let's put it this way. We're from another sea. Are you now? Jack and Davy Jones' fate be intertwined. Jones, him raise Jack's precious pearl from the depths and make Jack captain for 13 years. In exchange, Jack promised to give Jones him soul as payment. But 13 years pass. And Jack failed to return. So Jones, him send the Kraken to devour Jack, taking him and the pearl back to the depths. But if Jones learn that witty Jack cheat that fate, him gonna punish Jack even worse. And Jack's friends too. Are you, talking about us? You mean that the Kraken's gonna eat us? Let the Kraken have a crack. I ain't scared. Not scared at all. That be rare. Most men, dim run for land at the mention of the Kraken. Not you. But Jack be scared. He wants to be free of his debt to Davy Jones. That's why him need the box. Box? Oh, it be a chest where Davy Jones lock away the part of him that hurt. The pain it caused him was too much to live with, but not enough to cause him to die. Oh. And what part of him is that? Him heart. Also normalerweise. How does he do it? A creature absent a heart, and yet somehow able to keep existing. Not even my finest replica can claim that achievement. The secret must be in that box. I have to know what mysteries it contains. I believe our orders were to find the box and seize it. No more. Put a leash on that runaway curiosity. Always so short-sighted. Why would the organization seek me out just as soon as I was recompleted? If not to affirm my intellectual prowess and invest in my research. Every stride I make is a stride for all of us. Oh, really? And what exactly are we striding towards? Luxord, do I detect a hint of treachery in your words? What? Don't be absurd. But to be clear,
I serve the organization. I don't share your need to please Xemnas. He's good at wrapping you around his little finger. Always has been. All I desire is the freedom to continue my research. Ansem the Wise refused to nurture my talents. So I cast my lot with Xemnas. With Xehanort, rather. Simple as that. I see. And you don't care how he uses your research? Not in the slightest. All that concerns me is that I complete the perfect human vessel. That's all well and good, but I know this world better than you. Kindly stay out of the way. Oh, of course. Considering those pests have shown up, I'd hardly get anything done. I already know what to do with the pests. Then you can resume your stuffy studies. That's my boy. I'll be watching from the shadows then. Thanks, Jack. You could have warned us. Yeah, everything went topsy-turvy and upsy-downsy. Well, at least we're back in the land of the living. Thank goodness. Never fear. All according to plan. But that be no reason to rest easy. Huh? A ship! I've never seen one like that. Heartless! Look out! Barbosa! Have you allied with those fiends again? Don't impugn me, Honor. Why would I conspire with them? But you did conspire with them. Could you discuss it later? Huh? Get ready! I sure do wish we could get a little closer. What? What are you? We can't do that. We can! Zoro! Donald and Goofy! Protect the ship! I'll handle the Heartless. Was zum Henker? Klar können wir da hoch, weil ich kann mittlerweile auf Wolken gehen. What the fuck? Also die eine Tuse, bei der hätte ich eigentlich gesagt, normalerweise verpufft sowas zu Staub, wenn das Sonnenlicht ausgesetzt ist. Auf der anderen Seite, mir ist gerade etwas aufgefallen. Und zwar, wo die gerade von dieser Kiste reden, wo da natürlich das Herz von Davy Jones drin ist. Es ist schon wieder genau das Gleiche, was auch bei Kingdom Hearts 2 passiert ist. Am Anfang wird etwas erzählt und danach kommt es erstmal wieder überhaupt nicht vor. Wo ist denn hier Malefiz mit Carter Carlo? Die sind doch auf der Suche nach einer Kiste.
hier von dem Meister der Meister. Die Kiste. So, schon wieder 80% der Zeit nicht unterwegs gewesen. Dieser Dialog mit Jens Sid in der letzten, im letzten Teil. Auch super pointless. So, einfach nur um zu sagen, ihr habt das schön gemacht. Sora, du bist immer noch nicht stark genug. Geh dahin, wo du aufgehört hast. So, super pointless. Aber wir wissen ja, so in den letzten zwei Spielstunden, also wenn es wieder darum geht, dass die Kiste auf einmal in Erscheinung tritt, dann wissen wir, das Spiel ist in zwei Stunden zu Ende. So, typisches Nomura-Ding. Ja. Yeah. Okay. Ich merke, das war keine gute Idee. Aber ich kann zumindest. Also wenn ich irgendwas überhaupt nicht gemocht habe, dann waren es diese diese Flugshooter oder Spiele, in denen man die ganze Zeit durch die Gegend fliegen musste. Und so, Kettenschuss ist ja alles schon gut. Ach, Torpedos kann ich auch schießen. Und dann Piu Piu! Na, seht ihr mal, das geht ja ganz gut. Ist das ein Boss? Okay. Also, irgendwie fühlen die sich nicht gerade sehr bossmäßig an. Bisher. Oder fühlt er sich nicht bossmäßig an? Aber der hat bestimmt noch eine zweite Phase oder sowas. Ach shit, ich sehe auch gerade, dass das Schiff ja auch Schaden nimmt hier. Ich muss ja ein bisschen Kette geben hier. Ach, ausweichen kann der auch noch, der olle Fettsack. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dann mache ich das mal ein bisschen anders. Komm mal ein bisschen näher. So kann es nämlich nicht ausweichen. Sag ich doch. Aber der macht es einem auch echt nicht gerade sehr leicht hier. Einfach mal auf den Fetten weiter draufhauen. So kommt es mir nicht davon, Kollege. Komm nämlich einfach zu dir rüber. Aufsteigen beim Boss. Stand aufsteigen? Moment. Gar nicht gesehen. Oh, Tatsache. Nein, da steht absteigen. Hör auf, mir sind. Ich dachte gerade ernsthaft, dass wir aufsteigen können. Nee, wir können da absteigen vom Flugzeug vermutlich. Und einfach auf ein neues drauf springen. Du. Machst du was nicht mit mir? Donald? Goofy? Where are the others?
After you fell, we came looking for you. I guess they must have kept going. That's disgusting. Oh. And I was so happy that we got to see them again. That eager to sail under Captain Jack Sparrow? Oh? Jack! Perhaps you'll consider an arrangement. One which requires nothing from you but information. Regarding the Brethren Court, no doubt. In exchange for fair compensation, square my debt with Jones, guarantee my freedom. Of course. It's just good business. Were I in a divulgatory mood, what then might I divulge? Everything. Where are they meeting? What are their plans? Shall we? Shall we what? Some pirate. Won't get anywhere without a ship. So, let's go get one. Oh, yes! Sora and Jack sure are cut from the same cloth. Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. All the power under sea you ever wish for be yours. Free her? How? Sora! What's wrong? Huh? Oh, nothing really. I'm good. Okay, Türklinge. Total unnötiger Plot-Twist hier. Oh, Sora irgendwelche Flausen im Kopf setzen. Totaler Schwachsinn. So, Unterwassersteuerung. Links bewegen, L2 tauchen, R1 auftauchen, Kreis gedrückt halten, nur um sich schneller zu bewegen. Sehr schön. So, holen wir uns erstmal die Kiste mit der Karte. Danke. Wie gesagt, ich bin ein Hellseher, was die Kisten angeht. Abspeichern können wir hier auch. Das passt sich sehr gut. Denn wir haben ja auch ein neues... Wir haben ja auch ein neues Keyblade bekommen, fällt mir gerade so auf. Könnten wir vielleicht auch mal eben kurz gucken. Sternschnuppe. Doppelarmbrust. Nee, jetzt behalten wir. Wie sieht's denn eigentlich aus? Macht der überhaupt irgendwas Tolles? 36, 39 Magie hoch. Nee. Ach. Ja gut, dann werfen wir mal die gute Doppelarmbrust weg und nehmen den Pulverschnee mit. Gucken wir uns nochmal ganz kurz die Fertigkeiten von Sora an. Der hat nämlich 3 Punkte noch zu ver... Drücke nach erfolgreichen Blocken X, als ob ich erfolgreich blocken könnte. Drücke nach erfolgreichen Blocken X, als ob ich erfolgreich blocken könnte. Sag mal, was denkt dieses Spiel von mir? Luftgrätsche. Neige in der Luft L und drücke Viereck, um die gewünschte Richtung zu preschen und Angriffen auszuweichen. Ja, why not? Ja, her damit. Dann kann ich auch in der Luft ausweichen. Als ob ich ausweichen könnte. Supergleiter. Neige im freien Fall, um gewünschte Richtung zu fliegen und die Fertigkeit aufstapeln. Ja, nehme ich. Ist for free oder so. So. Jetzt nochmal abspeichern. Eigentlich war es total Schwachsinn, dass ich gerade nicht, dass ich erst gespeichert habe, dann den Kram gemacht habe und dann wieder abspeichere. Aber egal. An dieser Stelle erstmal eine kleine Pause. Break. Achso, wo ist die zweite Hand? Da ist die zweite Hand. Break! Und wir sind dann gleich wieder.